Mein Name ist Iliana und ich mache die Ausbildung zur Industriekauffrau hier bei der RENAG. Da lernt man alle Bürotätigkeiten, alles was mit dem Büroalltag zu tun hat. Ja, und wir lernen halt hier auch die technischen Abteilungen kennen, damit wir halt auch wissen, worum es geht. Als nächstes kommt der Kundenservice. Im Moment bin ich jetzt im Lager. Bis jetzt kann ich sagen, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Alle Mitarbeiter sind nett zu einem, hier wird man nicht von oben herab behandelt oder so. Also ich würde sagen, die Hierarchien sind hier eher niedrig. Wir haben Gleitzeit, also 8 bis 16 Uhr sind Kernzeiten. Und dann, je nachdem, ob man früher kommt oder ein bisschen später geht, schaut man dann. Aber ich würde jetzt sagen, man wird hier nicht überfordert mit der Arbeit. Also bis jetzt wurde ich noch nicht überfordert. Fand ich, alles war machbar. Und ja, nachdem ich nach Hause gekommen bin, gehe ich meistens dann schon noch zu meinem Pferd oder so in der Woche. Also das ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag bis 20 Uhr im Büro hängt oder so oder dann keine Zeit mehr hat. Also das musste ich bis jetzt noch nicht vernachlässigen, meine Hobbys. Ja, ich habe durch Familie von der RENAG erfahren. Also allgemein, ich kannte das schon so vom Hören. Aber dann hat meine Oma und mein Vater mich auf das Unternehmen so aufmerksam gemacht. Meine Oma hat dann gesagt, ja, das ist doch total bekannt hier in der Gegend und scheint auch ein guter Arbeitgeber zu sein. Und ich hatte halt das Gefühl, dass man dann hier auch die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und ja, dass die RENAG halt schon Erfahrung im Bereich der Ausbildung hat und schon lange als guter Ausbilder bekannt ist und auch Auszeichnungen hat. Und das fand ich halt sehr ansprechend. Ja, hat dann auch geklappt. Das erste Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe, ist erstmal die Ausbildung zu schaffen und danach mal schauen, entweder studiere ich noch, wenn sich irgendwas ergibt, wenn ich irgendwie eine Richtung finde, die mich besonders interessiert. Ob ich dann hier bleiben kann, wird sich dann auch zeigen, ob Bedarf ist. Und ja, für ein Jahr werden wir auf jeden Fall ja übernommen. Das heißt, dass wir dann auch erstmal ein Jahr lang auf jeden Fall Berufserfahrung sammeln können. Das finde ich sehr gut, dass man da nicht direkt den Druck hat, sich nach der Ausbildung noch überall zu bewerben. Ja, und dann schaue ich mal weiter.